Es ist mal wieder Freitags-Quickie-Time. Zeit wird's. Ich möchte heute über ein Thema mit euch sprechen, das mir schon lange irgendwie im Kopf rumschwirrt, aber ich es einfach nicht über mich gebracht habe, dieses Video zu machen. Weil es einfach ein Thema ist, das mich so aufregt und ich aber nicht so richtig weiß, wie ich darüber sprechen soll. Gleichzeitig zu dem Aufregen ist es aber einfach faszinierend und wirklich erwähnenswert, in wie vielen Bereichen wir dieses Thema eigentlich finden. Und es ist noch gar nicht so lange her, wo ich tatsächlich gelernt habe, dass es dafür auch einen Begriff gibt. Das war mir vorher nicht bewusst. Und zwar heißt das Thema, über das ich heute mit euch sprechen will, Whataboutism. Wie bin ich darauf gekommen? Also, wenn man sich in Bereichen bewegt, die vielleicht irgendwie kritisch sind oder die sich mit Missständen in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, dann kommt man mit diesem Thema sehr schnell in Berührung. Und meine erste Berührung waren Tierrechtsdemos. Ihr wisst vielleicht, dass ich eine Aktionsgruppe leite, die eben Tierrechtsthemen bespricht und dazu auch Demos und Infostände macht. Und ja, wie soll es anders sein, wenn man dann am Infostand steht oder vor allem, was ich heute erzählen möchte, bei Demos, zum Beispiel vor einem Zirkus, der Tiere mit sich führt, dann dauert es nicht lang, bis der Erste kommt oder die Erste kommt und einen mit Whataboutism konfrontiert. Die meistgehörte Variante davon in diesem Bereich ist, ja, aber was ist denn mit den Kindern? Oder aber was ist denn mit den Haustieren, die in den Wohnungen eingesperrt sind und die von ihren Besitzern schlecht behandelt werden? Dafür setzt ihr euch nicht ein, oder? Dann ist natürlich so, in letzterem Fall setzen wir uns natürlich auch für Haustiere ein, weil unsere Tierrechtsorganisation steht für alle Tiere ein. Beim Thema Kinder kommt dann von mir immer der Satz, ja, wenn Sie eine Demo organisieren, wo sie sich für Kinderrechte einsetzen oder wenn sie vielleicht irgendeine Aktionsgruppe haben, die sich dafür einsetzt und die Veranstaltungen macht, wo man mitwirken kann, dann bin ich da gerne dabei. Und dann schauen sie mich meistens an und sagen nichts mehr und gehen weg. Und da sind wir genau beim ersten Problem dieses Whataboutism. Nämlich ist es meistens so, dass die Leute, die dann dieses vermeintliche Gegenargument zu dem, was man tut, bringen, selbst gar nicht tätig sind. Sie können dir nur immer vorwerfen, dass du ja nicht genug tust und dass du dich ja quasi im falschen Bereich einsetzt. Aber wenn du sie dann selber fragst, was sie denn tun, zum Beispiel für Kinder, dann kommt halt meistens keine Antwort. Und dann ist es halt einfach auch so, dass, und das ist das, was ich an dem Thema einfach nicht verstehe, aber es begegnet einem halt so oft diese Art von Argumentation, dass Leute das anscheinend wirklich glauben. Ich kann doch nicht mit einem Übel das andere rechtfertigen. Also ja, Kinder werden teilweise sehr schlecht behandelt. Ja, Haustiere werden sehr schlecht behandelt teilweise. Das rechtfertigt aber nicht, dass Tiere im Zirkus schlecht behandelt werden. Und genauso ist es in allen anderen Bereichen auch, die einfach jetzt häufiger aufgetreten sind und durch die ich mir dachte, ich muss dieses Video jetzt machen. Zum einen war die erste Thematik, wo das dann nochmal aufgetreten ist, also die mir jetzt persönlich begegnet ist. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Ausstellung Männerwelten, die bei Joko und Klaas eben gezeigt wurde, beziehungsweise dieses Video. Es wird die Thematik sexuelle Belästigung von Frauen angesprochen. Und wen ruft es auf den Plan? Natürlich die, die sagen, ja, aber was ist denn mit den Männern? Die machen ja genauso sexuelle Belästigungserfahrungen, wenn auch. Und das muss man hier wirklich dazu sagen. Frauen machen diese Erfahrungen in einer ganz anderen Häufigkeit als Männer. Aber nichtsdestotrotz, auch sexuelle Belästigung von Männern ist schlimm. Es ist aber keine Rechtfertigung für sexuelle Belästigung von Frauen. Und wenn die sexuelle Belästigung von Frauen angesprochen wird, dann ist es der falsche Zeitpunkt, diese Thematisierung der Problematik zum Anlass zu nehmen, dann über andere Problematiken zu sprechen. Das kann man doch das ganze Jahr über machen. Aber es fällt halt auf, dass genau, wenn irgendeine Problematik angesprochen wird, dann andere mit in die Waagschale geworfen werden von Leuten, die sonst aber über diese andere Problematik nie reden. Also es sind dann Leute, die sich über die Benachteiligung von Männern aufregen, die sich sonst nie über die Benachteiligung von Männern aufregen, sondern sich halt nur dann darüber aufregen, wenn sich jemand über die Benachteiligung von Frauen aufregt. Zu guter Letzt das Thema Blackout Tuesday und die Black Lives Matters Bewegung haben wir wieder das gleiche Phänomen, wenn auch in einer etwas anderen Art und Weise.
Aber es gibt diesen Hashtag Black Lives Matters und wer kommt? Die Leute, die sich aufregen und sagen All Life Matters und die dann darauf beharren, dass sie diesen Hashtag verwenden statt den Black Lives Matters Hashtag, weil sie sich dann als selbst nicht privilegiert empfinden, obwohl die Black Lives Matters Bewegung eine ganz andere Intention hat und ist einfach, es geht doch darum, dass man jetzt darüber spricht, dass man jetzt über Rassismus spricht und dass man jetzt die zu Wort kommen lässt, die sonst viel zu wenig zu Wort kommen. Es geht nicht darum, dann zu sagen, ja, aber mir geht's ja auch schlecht. Das ist einfach vollkommen an der Sache vorbei. Was fällt also auf, sobald man irgendein unangenehmes Thema anspricht und jemanden aus seiner Komfortzone holt und jemanden anspricht und sagt, du kannst hier was anders machen, um das Leben für andere zu erleichtern. Also immer, wenn man ein unangenehmes Thema anspricht, das jemand anderen in seiner Existenz in Frage stellt, beziehungsweise das Tun desjenigen in Frage stellt, kommen diese Phänomene auf. Also das Einzige, wie ich mir das erklären kann, weil diese Argumentation einfach keinen Sinn macht für mich, vielleicht konnte ich das ja jetzt schon darstellen, ist, dass wenn man jemanden auf diese Art und Weise anspricht, ja, ich stehe also vor dem Zirkus und sage, ich finde es nicht gut, dass Tiere für dieses Unternehmen eingesperrt werden, dass Tiere für dieses Unternehmen ausgebeutet werden und vor allen Dingen, dass Tiere für eure Unterhaltung ausgebeutet werden, also diejenigen, die ja den Zirkus besuchen, ne? Dann fühlen sich die Leute... So, jetzt war ich gerade so schön drin in meiner Argumentation und dann klingelt es an der Tür. Es klingelt bei mir nie an der Tür, aber natürlich, wenn ich ein Video mache. Egal, ich versuche wieder reinzukommen. Also, meine Theorie ist einfach die, immer wenn man Leute an einem Punkt trifft, wo sie sich selber ertappt fühlen, wo sie sich selber aus ihrer Komfortzone irgendwie herausgeholt fühlen, dann kommen so Verteidigungsmechanismen. Also das ist das Einzige, als was ich es interpretieren kann. Also der Gegenangriff quasi. Ja, aber ihr macht das ja auch nicht richtig. Warum setzt ihr euch nicht für Kinder ein? Warum setzt ihr euch nicht für Haustiere ein? Warum setzt ihr euch nicht für Männer ein? Warum setzt ihr euch nicht für XY ein? Ja, aber anderen geht's ja auch schlecht. Also sie weichen total ab, darauf zu reagieren, was man eigentlich sagt. Und die Thematik wirklich zu verstehen und zu besprechen und sich selbst zu hinterfragen und sich zu überlegen, kann ich vielleicht was anders machen? Und versuchen dich in einem vermeintlichen, also derjenige, der eben die Sache anspricht, in einem vermeintlichen Unvermögen zu treffen, das aber nicht existiert. Also es wird dann immer, ist halt immer nett, weil es wird dann immer ganz schnell deutlich, wenn man halt eben fragt, ja, was machst du denn für die Sache? Und ich finde das sehr, sehr schade, weil es weder denjenigen was hilft, denen diese Menschen vermeintlich, ich muss immer wieder dieses Wort benutzen, weil es einfach nur ein Benutzen der Thematik ist, für die sie sich eigentlich auch nicht interessieren. Also es hilft weder den Angesprochenen, den Kindern, den Männern, den Menschen, die vielleicht auch gesellschaftlich benachteiligt sind, wenn auch in einer ganz anderen Art und Weise. Und gleichzeitig hilft es auch nicht denen, für die man ja in diesem Moment einsteht. Wichtiger wäre es einfach, diese Themen anzuerkennen, zu sehen, ja, hier im Thema sexuelle Belästigung haben wir ein Problem. Frauen sind mit sexueller Belästigung konfrontiert und wir müssen hier was tun. Und den Rest der Zeit, in der diese Thematik nicht besprochen wird, kann man dafür nutzen, gegen sexuelle Belästigung von Männern was zu tun. Genauso kann man gleichzeitig etwas gegen Gewalt gegen Kinder tun und für Tierrechte einstehen. Wenn jeder etwas tut und jeder von diesen, die dann diese Whataboutismus vorbringen, etwas tun würde, dann hätten wir und alle, die damit zu tun haben, mit der Problematik, unter der Problematik leiden, hätten so viel gewonnen. Ja, wenn man einfach mal ein bisschen weniger seine Klappe aufreißen würde und einfach mal handeln würde. Und das ist die Intention dieses Videos. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ja, man geht in den Zirkus, man denkt sich vielleicht nichts Böses und dann stehen da so Leute rum und sagen plötzlich, da ist was nicht in Ordnung an dem, was ich eigentlich toll finde oder worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Ich kann das verstehen und es ist unangenehm. Aber nutzt unangenehme Situationen und fragt euch, warum euch das unangenehm ist.
ob diese Menschen, die da vielleicht sich die Beine im Bauch stehen und sich was dazu gedacht haben und sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, ganz anders als die, die vielleicht jetzt einfach in den Zirkus gehen und sich nicht damit beschäftigt haben, was eigentlich dahinter steckt. Denkt euch mal, ob das, was die sagen, vielleicht doch nicht ganz so verkehrt ist und versucht euch selbst zu hinterfragen. Und jeder kann etwas tun, jeder kann gegen Ungerechtigkeit einstehen. Jeder kann eine Demo anmelden, es kann jeder sich informieren, es kann jeder mit seiner Familie, mit Freunden über Themen sprechen und über Ungerechtigkeiten sprechen, die einen selbst beschäftigen. Und wenn jeder das tut, dann wie gesagt, dann haben wir so viel gewonnen. Und es geht nicht darum, uns gegenseitig anzugreifen, ne? Und dass die Menschen, die was verändern wollen, sich gegenseitig angreifen, sondern wir müssen zusammenarbeiten und müssen gegen diese Ungerechtigkeiten was tun. Und darum war es mir einfach so wichtig, dieses Video zu machen, weil es ständig wieder passiert und ich mir immer denke, das kann doch nicht wahr sein. Warum wird so, es ist einfach so dumm und es macht gar keinen Sinn und es hilft auch niemandem was. In diese Richtung, es war jetzt ein kurzes, knackiges Video, wie ihr das vom Freitagsfreaky so gewohnt seid, aber ich muss einfach loswerden und ich hoffe, dass es die den einen oder anderen vielleicht ein bisschen inspirieren konnte und dass wir so alle gemeinsam an einem Strang ziehen können und einfach eine bessere Welt schaffen. Das ist in diesen Tagen sehr, sehr wichtig und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die ganze Weltsituation momentan sehr bedrückend und ich glaube, es ist nicht an der Zeit, dass wir uns auch noch gegenseitig irgendwie blöd anmachen, sondern wie gesagt, wir müssen zusammenstehen und da irgendwie durchkommen und ja, dann wird auch alles wieder gut. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, fühlt euch gedrückt. Tschüss.